Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Frühling von Kalle den Ultramapper. So, erste Zeug ist weg. Wir können wieder arbeiten vorne. Bisschen aufpassen, wir formen zwei Wagen. In einem müssen die Sojabündnis, in dem anderen müssen die Rüben noch, ne? Wieder rein. Es ist, wie es ist. Hey, ist auch wieder voll Verkehr hier, du. Vorsicht, Kollege, ich muss hier eben ein bisschen ausholen. Ja, rummeln wir mal erst den Hänger. Kein Problem für uns. Einiges Blacklay. Oh, die fliegen gut in die Ehe. Wir müssen hier eben kurz gleich anhalten. Weil hier müsste irgendwo mal ein Löhr auf der Straße liegen. Ja, dann können wir eben dran lang drüber heizen, ne? Hier ist ja auch schon reif. Schickram. Müssen wir auch noch hin. Wir müssen auch mal eben den Dreschkasten umstellen. Und vor allen Dingen auch vernünftig schalten und nicht erst noch hier rumrühren und da rumrühren, ne? Oh nee, das wird aber jetzt doof. Oh, oh, oh. Ja, müssen eh. Drescher umsetzen. Machen wir eben aus den Hubbel. Wir müssen auch raus. Ja, Kollege, war ganz guter Job. Aber die Flexibilität hier, ne, die fehlt nur, Kollege. Sind wir jetzt den Wagen nicht nur gemietet oder haben wir den gekauft? Ich weiß ja gar nicht. Wenn der nur gemietet wird, ist dann ist er aber jetzt gerade wieder so ein teures Vergnügen, weißt du? Passt, wer? Perfekto! Nicht schlecht. Also, ja, Bündnis gibt es nicht viel, ne? Das war auch von vornherein klar. Sag mal nix. Ich sag ja auch schon gar nichts mehr. Das passiert mir nämlich immer wieder. Ja, jetzt können wir wieder vorwärts fahren. Da hab ich auch ein Talent für, ey. Ist ja bräulich. Vergesst das Rohr reinzumähen. Schick da. Tallers is coming. Oh, guck mal, den habe ich auch mal intelligent an die Seite gerückt, oder? So, jetzt ist Baum und Schild. Schön. Danke. Wäre ja nicht nötig gewesen. Läuft. Coin Kurs. Ist so Feld 4, oder? Was hat der Onkel gesagt, ey? 436 Folgen auf der Frühling. Und jetzt drauf und weiß, welches Feld was ist. Gut, ne? So, Rakete, mach mal Lade. Sie werden so schnell groß, ne? Guck dir das an. Schlappe 40 Jahre und kann schon alleine Drescher fahren. Gut, ne? Sieht auch gut aus, ne? Schönes Ding, schönes Ding.
Wie viel ist da drüpp? Fast nix, wer? Einfach nicht viel. Hängt der in der Ecke fest? Kann die Augen nicht zusammen. Nee, der fährt noch. Das ist gut. Oh, ist das stressig hier? Hör mal aus den Hubel. Hüppe mal raus. So, aber zur Sicherheit machen wir erst hier die Tür wieder zu. Nicht, dass wir uns die noch abfahren. Duday, 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 day, duday, duday. Mach mal an den Hubel. Hängt mal den Dirt-Tau. Weißt du, holt 5 Kilometer aus und kann trotzdem nicht rückwärts richtig an die Reihe ranfahren. Ey. Das ist wieder richtig Premium. So ein typischer Sven, ne? Nee, ist fleißig ein Tochter. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, er hängt in der Ecke fest. Kann das sein? Die gefällt mir gut im Magnum ist er doch, ne? Naja. Guter Zaun. Schon sagen, ne? Ne, er drischt nur, guck mal. Bin hier imprägniert. Er hat noch nicht einmal gesagt, ich will hier am Busch festkleben, weißt du? Wir kommen nicht noch mehr bis unten, ne? Schikra! Ist ja nicht so günstig. Da sind noch Rüben im Boden, hast du gesehen doch? Voller Ernteverlust. Lass mal ab, du! Bin ich nicht weit gefahren? Willst du nicht abladen?
Kein Bock? Ah ne, da der Wagen schon voll ist. Da waren nur 6000 Liter drauf, oder ne? Kein Problem für uns, wir gucken noch. Irgendwas ist ja immer, ne? Dudi, 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 dai, dudai. Manamanam, but. Die ist ja noch gar nicht voll, warum lädst du nicht ab? Kann auch gar nicht. Ich nix verstehen. Hä? Jetzt drücke ich O und jetzt lädt er ab. Willst du mich... So ein bisschen verhohnepiepeln will er mich ja, ne? Sagen wir, wie es ist. So. Handbremse raus. Ne, erst Tür noch zu. Nicht, dass hier noch was kaputt geht, du. Ehrlich, ne? Bin ja nix, ne? Oder ich stehe immer mächtig fast, oder ob du? Wir haben da Ölrettich, ne? Ja. Dann drehen wir eben auf den Ölrettich. Moin! Oh, ist schon fast voll, hast du gesehen? Ein bisschen durchradieren hier. Staubenbier können wir. Siehst du? Die. Ich wollte nicht in die Pfütze fahren. Wo hast du denn die Ballauberlampe angehabt? Die ist ja noch nicht mehr voll. Wolltest du mir veräppeln oder was? Wolltest du mir veräppeln, ne? Ja, das kann ich. Du musst aber früh aufstehen. Ne, fährt er nicht schön durchs ganze Wasser? Ehrlich, ne? Ehrlich. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Bäumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.